Es geht weiter mit der zweiten Bundesliga. Logischerweise mit dem 28. Spieltag und da habe ich mir die Partie Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf rausgesucht, welche am 2. April um 13 Uhr stattfinden wird. In der Stadt, die es nicht gibt, nämlich Bielefeld. Ja, die Bielefeld-Verschwörung ist natürlich berühmt und damit sie sich besser unterscheiden, lassen wir die Düsseldorfer doch mal in Rot auftreten. Ein Derby ist das ja jetzt nicht. Das Ganze findet statt um 13 Uhr in der Schüko Arena. Hier vertretend die Ivy Lane. Ja, und dieses Mal war ja alles etwas entspannter, weil es gab ja eine Länderspielpause. Ich nehme das auf, während gerade dieses Deutschlandspiel läuft, welches mich kein bisschen interessiert. Ja, sorry, ist halt nun mal so. Ich habe übrigens die Lautstärke des Mikrofons ein bisschen höher gedreht, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es irgendwie ein bisschen zu leise war. Aber gut, das sollte jetzt so funktionieren. Vielleicht einfach mal ein bisschen lauter reden. Und ich habe übrigens mittlerweile, ich bin mittlerweile so gut, dass ich, ja, den, wie nennt er sich, den Trainer ausgeschaltet habe. Beziehungsweise das ist ja sowieso, immer so, wenn ich selber nicht spiele, dass dann praktisch kein Trainer angezeigt wird. Also praktisch die Eingabehilfe für die, die das Spiel nicht beherrschen. Ja, und diesbezüglich möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Denn unter meiner letzten Zweitligasimulation wurde von einem Freiburg-Fan erwähnt, dass es von mir unverschämt sei, dass ich dafür Klicks und Likes verlange, weil ich überhaupt nichts tue. Da hat der gute Herr durchaus recht, ich habe trotzdem seinen Kommentar gelöscht, weil ich einfach es nicht schön finde, solche Kommentare unter meinem Video zu haben. Es sei denn, es sind mehrere Kommentare, die schöner sind. Naja, man kann es nicht jedem recht machen. Sollte halt ein anderes FIFA-Let's Play anschauen. Ja, wurde ja schon bei Let's Play Markus bemängelt. Und ich kann euch versprechen, Leute, dass zur Saison 2016, 2017, wo Darmstadt ja auch noch drin sein wird, egal ob sie jetzt absteigen oder drin bleiben, es auch wieder Simulationen geben wird. Allerdings werde ich da wahrscheinlich selber spielen, weil mittlerweile sehe ich mich erfahren genug, da selber ein bisschen mitzumischen. Weil Darmstadt dann auch bestimmt sicherlich eines der stärksten Zweitligateams ist. Als Absteiger ist man das ja meistens, bevor dann die enttäuschende Saison kommt. Nun gut, dann schauen wir mal, was in Ostwestfalen denn so für Fußball läuft. Ich meine, Arminia Bielefeld hatten wir schon des Öfteren hier bei FIFA 16. Und ist auf jeden Fall eine coole Truppe, kann man durchaus sagen. Und das ist unser Referee. Da sind wir mal gespannt. Ja, ich habe definitiv diese Länderspielpause gebraucht, weil ihr wisst ja, es ist ja immer so stressig und ich kann es euch halt meistens nicht so bieten, wie ich es eigentlich bieten möchte mit, ja, alle Spiele des vergangenen Spieltags sind schon gelaufen. Dieses Mal sind sie auch gelaufen. Und ich weiß nicht, wie das Hinspiel ausging. Ich glaube, das war auch ein Unentschieden. Ist ja auch irgendwie ein kleines bisschen der Abstiegskampf. Fortuna Düsseldorf versucht sich noch ein bisschen draußen zu halten aus dem Keller. Ich meine, Düsseldorf in der dritten Liga, das ist jetzt nicht so das Schöne. Das tut der Stadt auch keinen Gefallen ab. Aber dann geht es wenigstens zu Derbys wie zu Fortuna Köln, die auch schon gute Kicker sind. Also sie unterschätzt man ja meistens immer. Und ja, ich denke mal, dass Düsseldorf durchaus dann eine zentrale Kraft in der dritten Liga darstellt, ist einfach besser als in der zweiten Liga die ganze Zeit zu verlieren. Da hat man halt was Besonderes, auch wenn die zweite Liga natürlich nochmal was ganz anderes ist. So, Arminia Bielefeld mutig voran, aber was diese Flanke angeht, hätte man definitiv besser machen können. So, mein Bett fliegt hier beinahe runter, zumindest meine Bettdecke. Das finde ich nicht so schön. Mal schauen. Ja, natürlich gibt es auch am selben Tag, das hatten wir auch relativ selten, die Erstliga-Simulation von Darmstadt gegen Stuttgart. Und ja, mehr dazu dann in der jeweiligen Simulation. Also in der Videobeschreibung seht ihr immer wieder, wie das Hinspiel ausging. Und wie es dann mit der zweiten Liga machen werde, sollte Darmstadt in der ersten Liga drin bleiben.
bekommt natürlich eine Simulation. Ich weiß allerdings nicht, ob ich da ein eigenes Turnier starten soll, weil ich werde dann in den Turniermodus gehen. Oh, und hier hätte man sich eigentlich gut durchboxen können. Zumindest für Arminia Bielefeld, doch die Düsseldorfer Abwehr, die ist ja nicht blöd. Die lässt ja sowas nicht passieren. So. Ach ja, und vielleicht mal wieder was Positives. Freiburg ist wieder Tabellenerster in der zweiten Bundesliga. Punktgleich mit RB Leipzig und mit ein bisschen Glück, wenn Nürnberg sich anstrengt, kann Nürnberg RB Leipzig auch vom zweiten Tabellenplatz runterstoßen. Also es ist noch alles offen. In dieser Liga ist ja alles möglich, ist nicht so eintönig wie in der ersten Bundesliga, auch wenn sich dort die Spannung deutlich gesteigert hat, dadurch, dass Mainz ja gewonnen hat. Ja, ich kann mit diesen beiden Teams übrigens relativ wenig anfangen, weil Bielefeld, das ist ja immer so, da hatte ich sogar mal einen Kommentar unter meiner letzten Bielefeld-Simulation vom Ostwestfalen-Derby, da hat jemand geschrieben, ja, persönlich war es ein 1-1, weil, ich weiß nicht, ich hätte. Es war gut, dass ich nicht erwähnt habe, dass ich Darmstadt-Fan bin, weil die Bielefelder, ja, die haben es halt ein bisschen mit Darmstadt. War man noch so dominant in der Saison 2011, 2012 in der dritten Liga und ist dann gegen Darmstadt in der Relegation abgestiegen. Das tut mir natürlich leid, aber es ist halt so, man darf sich halt nicht darauf verlassen, dass Norbert Meyer alles regelt. Übrigens, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Teams und zwar war Norbert Meyer ja auch schon mal Aufstiegstrainer mit Fortuna Düsseldorf. Mittlerweile ist das ja anders. Bei Düsseldorf gibt es einige Probleme. Die haben viele personelle Wechsel, was die Trainer angeht. Ich weiß gar nicht, wer da aktuell der Trainer ist. Irgendwie dieser Funkel. Ich kenne mich da nicht aus. Naja. Ich sehe schon noch kommen. Da werden sie Kostas Runjajić oder wie auch immer der heißt, einstellen. Das ist ja ein Trainer, den ich überhaupt nicht mag. War ja auch mal Trainer vom Kaiserslauterner FC. Das habe ich gerade extrem dumm gesagt. Und da gibt es ja auch noch was Positives. Die kehren tatsächlich bei mir endlich zurück beim nächsten Spiel, welches gegen den Karlsruher SC sein wird. Ja, es war so, über weite Strecken meiner FIFA 15 Simulation war der erste FC Kaiserslautern ja das einzige Team, welches ich simuliert habe. Mittlerweile habe ich das geändert. Oh, das war jetzt eine gute Chance für Düsseldorf. Doch Düsseldorf kommt da nicht ganz zum Abschluss. Schade, schade, Schokolade. Nun gut, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? I don't believe it. Ja, schauen wir einfach mal, wie das hier so ausgeht. Ich meine, für beide wären es zumindest ein wichtiger Punkt. Arminia Bielefeld sind ja immer noch die Remis-Könige in dieser Liga. Die können einfach nicht so gut gewinnen. Aber Düsseldorf hat auch irgendwie die Probleme. Auch wenn sie das mittlerweile steigert, sie haben ja gegen Kaiserslautern ein sehr nachdenkliches Spiel gewonnen. Mit 4-3. Aber gut, das war's jetzt erstmal. Von der ersten Halbzeit, da haben wir den guten Nikola Duric. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ja, Halftime. Bisher 0-0. Aber das kennen wir ja. Zweitliga-Fußball muss ja nicht immer der ereignisreichste Fußball sein. Da kenne ich schon anderes. Hier vielleicht eine sehr gute Chance von Fortuna Düsseldorf. Es gab aber auch Chancen durch Arminia Bielefeld. Ein bisschen sehr ausgeglichenes Spiel, muss man ja schon mal sagen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt nicht so sehr durch die Nase atmen. Ja, sehr ausgeglichene Statistik bisher. Nur der eine Torschuss unterscheidet Fortuna Düsseldorf von Bielefeld. Ich will mehr Unterschiede. Unterschiede sind spannender als Einheitsbrei und deswegen geht's wieder in die Partie rein. Es gibt einen personellen Wechsel.
vom DSC Arminia Bielefeld, vom Deutschen Sportclub. Und Fortuna Düsseldorf hat Anstoß dieser zweiten Halbzeit. Ich weiß, ich versuche das immer wieder so zu kommentieren wie ein echter Live-Kommentator. Ich würde sogar sagen, das ist so ein Beruf für mich, aber da muss man schon sehr konzentriert sein. Und ich weiß nicht, wenn ich mir die Kommentatoren anhöre, die zum Beispiel beim ZDF oder bei der ARD kommentieren, das ist halt, wie soll ich sagen, die versuchen da halt irgendwas zu sagen, nichts Essentielles. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich nicht so mit der Materie aus, ich kann ja auch nicht sagen, was jetzt ein direkter Freistoß oder ein indirekter Freistoß ist. Ja. Ist eigentlich das Einzige, wo ich mich im Fußball gar nicht mehr so richtig auskenne. Und bei der Aufstellung natürlich. Oh, und das war wieder mal eine Spitzenchance von Fortuna Düsseldorf. Ja, aber da war dann doch ein bisschen zu sehr der Schwung anders konzentriert. Nun gibt es einen Eckball für Düsseldorf. Natürlich wäre es wichtig, nach dem guten Heimerfolg gegen Kaiserslautern auch hier ein Tor zu machen und vielleicht zu gewinnen. Das ist im Abstiegskampf immer sehr wichtig. Nicht die gescheiteste Sache, die man hätte machen sollen, aber wie soll man bitte schön den Ball abwehren? So, jetzt gibt es eine Ecke für Arminia Bielefeld. Jetzt nimmt die Partie endlich mal Fahrt auf nach einer sehr ereignislosen ersten Halbzeit, wo es halt ein paar kleinere Gelegenheiten gab. So, es gibt einen Wechsel anscheinend. Ja, Christopher Nöte geht und Michael Görlitz. Wo ist eigentlich Fabian Klos? Da muss ich auch mal was erwähnen. Der hat sich wirklich zu einem sehr guten Spieler entwickelt, war ja noch in der Zweitligasaison 2013, 2014 eher weniger professionell, vor allen Dingen im Relegationsspiel, wo er wegen theatralischem Rumgeheule eine gelbe Karte bekommen hat. Ja, das waren halt noch solche Zeiten, aber ich kenne mich halt am besten mit diesem Spiel aus. War viel spannender als das WM-Finale. So, jetzt. Dieser Eckball kommt gut rein. Arminia Bielefeld zieht ab, aber es geht nicht so leicht. Ist das Klos? Was ich mich vielleicht auch mal fragen kann, es gibt nochmal Ecke. Wollt ihr, dass ich den Radar, wie sie, oder wie auch immer sich das Ding nennt, ausschalte? Vielleicht weiß ich, das sieht so unnatürlich aus. Also das Ding da unten und vielleicht auch den Hut von dem jeweiligen Spieler. Was sieht nicht so aus wie eine Fußball-Simulation. Okay, es gibt anscheinend nochmal eine Ecke. Ja, kommt halt davon, wenn man immer wieder den Ball ins Aus verteidigt. So, jetzt muss doch der Ball irgendwann mal reingehen hier in Bielefeld. So, der Ball fliegt raus und es gibt einen Freistoß für Fortuna Düsseldorf. Luft zum Atmen nennt man das auch. Und es gibt eine Auswechslung seitens Fortuna Düsseldorf, nicht Fortuna Köln. Fortuna Köln spielt woanders. Ja, vielleicht auch aktuell was zu Groß Asbach. Leider nicht mehr auf den Aufstiegsrängen und nicht mal auf dem DFB-Pokalplatz. Ja, also das ist halt die Mannschaft, die in der Nähe von meinem Wohnsitz liegt. Da sage ich auch noch später was dazu. Sollte es wirklich zu der Relegation kommen, da gibt es ein Video von mir. Und wer weiß, vielleicht besuche ich sogar das Relegationshinspiel. Das Spiel kann übrigens wieder gerne in Fahrt kommen, denn wir wollen ja noch ein Tor sehen. Dabei ist diese Partie doch so bedeutend. So, jetzt Arminia Düsseldorf sehr auf Verteidigung gesetzt. Und kommt nicht so ganz durch. Ah,
meine, Düsseldorf hatten wir auch schon mal gegen Bochum gesehen. Was auch sehr schön war. Aber glaube ich auch eher in einem Unentschieden endete. Ich weiß ja nicht. So, auch vom Ballbesitz her ausgeglichen, auch wenn es eher bei Düsseldorf liegt. Der Ballbesitz, der gute Alte. So, noch knapp 15 Minuten zu spielen. Ist da noch was drin? Frage ich mich. Ja, also ich erwähne es gerne nochmal. Die nächste Simulation ist dann Kaiserslautern gegen Karlsruhe. Ich meine, so ist zumindest die Reihenfolge. Ein Kultduell, welches es auch schon, ich glaube, das gab es nicht so oft in der Bundesliga. Aber in der zweiten Bundesliga, da ging es 2014, 2015 um den direkten Aufstieg. Hat man dann leider gegen Darmstadt halt verloren. Beide Mannschaften in den entscheidenden Spielen. Es waren zwei aufeinanderfolgende Spiele. Interessanterweise. So, und da wärmen sich die Jungs von Arminia Bielefeld auf. Das ist schön. Und wir warten alle auf eine der letzten Situationen des Spiels. Arminia Bielefeld muss den Ball wieder ins Spiel bringen. Durch einen Freistoß. Nur noch 5 Minuten in der regulären Spielzeit. Dann gibt es einiges drauf, weil das Spiel ja ein bisschen unterbrochen wurde. Daher ist das aktuell eine eher eingeschläferte Partie. Noch eine Minute zu spielen, aber auch das erledigt sich gleich. So, es gibt 3 Minuten drauf, das habe ich mir schon halbwegs gedacht. Mal schauen, vielleicht ist noch was drin, vielleicht gelingt einer Mannschaft wieder Lucky Punch. Das kommt ganz gut an, wird aber abgewehrt. Jetzt muss Düsseldorf den Ball rausschlagen. Und es wird hier nichts mehr passiert. Der wird demnächst abpfeifen, der Schiri. Das war's, 0-0 endet diese Partie. Das ist auch ein relativ realistisches Ergebnis. Ich muss schon zugeben, dass FIFA 16 realistisch simuliert. Und das ist das Spielende. 0-0. Keine Tore in Bielefeld. Kein Wunder halten sich diese Bielefelder, was das Torverhältnis angeht, auch so ruhig. Da tut sich ja fast gar nichts. Sie sind manchmal im Minus leicht, manchmal aber auch leicht im Plus. So, da wird der Ball schön rausgehauen. Das ist jetzt interessant. Ja, was gab es denn da für Situationen? Nicht so viele. Ich glaube, die Torschüsse, die lassen sich wirklich gut abzählen. Aber ansonsten war es das in dieser aussichtslosen Partie. So, gut, es war schlussendlich dann doch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir werden es als Remis. Und als nächstes könnt ihr in einer guten Stunde meine Simulation zu Darmstadt gegen den VfB Stuttgart sehen. Oder wenn euch hier die zweite Liga interessiert, dann kann ich euch auch beruhigen. Es geht weiter an meinem Geburtstag am 9. April. Dort lade ich die Simulation zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe hoch. Ja, das wird sehr spaßig werden auf dem Betze. Kann ich euch versichern. Bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt am Ball.